Insgesamt gibt es natürlich einen Trend, dass immer mehr Gebäude mit grünen Fassaden ausgeführt werden. Viele Städte verlangen das ja auch sogar. Die Stadt Stuttgart fordert, dass bei Neubauten 30% der Fassadenfläche begrünt werden. Und insgesamt finden wir natürlich, dass das wirklich ein guter Beitrag auch für das Stadtklima ist, weil es tatsächlich durch die Biomasse und die Photosynthese CO2-Emissionen reduziert, weil es natürlich einen positiven Beitrag zum Mikroklima in der Stadt bringt. Also es wird Feinstaub aufgenommen, es wird Feuchtigkeit abgegeben durch die grünen Fassaden. Insofern sind grüne Fassaden ein sehr wichtiger Beitrag, die CO2-Emissionen des Bauwesens allgemein zu reduzieren. Tatsächlich ist es ja so, dass wir bei der Planung eines Gebäudes einen ganz großen Fokus auf die Gesamt-CO2-Emissionen haben. Und die grünen Fassaden sind natürlich in dieser Gesamtbetrachtung, die sich auch ganz stark auf das Material des Rohbaus, auf das Material der Fassade, auf die jeweiligen Emissionen, die in der Herstellung dieser Materialien entstehen, bezieht, aber eben auch darauf, wie eine Fassade rückgebaut werden kann. In diesem Gesamtkontext, wie die Bilanz eines Gebäudes ist, sind natürlich die grünen Fassaden ein wichtiger Baustein, um diese Emissionswerte zu verbessern. Was wir eigentlich wichtig finden, ist bei grünen Fassaden, dass es dann nicht einfach eine vorgesetzte grüne Fassade ist, sondern dass natürlich das in das Gesamtkonzept der Fassadenkonstruktion integriert ist. Also im besten Fall werden die grünen Fassaden natürlich auch so genutzt, dass sie zum Beispiel solare Einstrahlung im Sommer reduzieren und vielleicht dadurch auch sonstige erforderliche Fassadentechnik vereinfachen. Also der Effekt, dass die grünen Fassaden im Sommer viel Bewuchs haben und im Winter wenig Bewuchs haben, passt natürlich ideal auch zu den Bedürfnissen oder zu den Anforderungen an die Gebäude, die solaren Einträge im Winter hoch und im Sommer niedrig zu halten. Und da ergänzen die sich natürlich sehr gut mit dem Klimakonzept. Gleiches gilt zum Beispiel natürlich bei Bürogebäuden für den Komfort in dem Gebäude und aber auch zum Beispiel für Blend- und Sonnenschutz, dass gerade in Zeiten, wo ein hoher Sonneneintrag ist, die auch den Nutzerkomfort innen drin erheblich verbessern können. Grüne Fassaden, die nur im Rendering, aber nicht in der Wirklichkeit stattfinden oder aber die einen exorbitanten Anforderungen an eine Wartung erfordern, die verbessern dann natürlich am Ende nicht die Performance. Deswegen ist es sehr wichtig, hier mit Systemen zu arbeiten, die tatsächlich auch die Umsetzung in der Realität erlauben. Insofern ist der Vorteil von grünen Fassaden eigentlich genau dann gegeben, wenn sie ein integraler Bestandteil des jeweils spezifischen Entwurfs des Architekten werden und sich wirklich gut auch in das allgemeine Klimakonzept des Gebäudes einfügen. Wenn sie allein nur tatsächlich eine zusätzliche Fassade sind, dann haben sie natürlich auch Vorteile, aber längst nicht das Potenzial, das dort insgesamt hervorgehoben werden kann. Projekte wie Köbogen 2, bei denen die grünen Fassaden ja wirklich ganz zentral im Vordergrund des Entwurfs stehen, finden wir dadurch natürlich auch extrem wichtig, weil das wirklich gute Beispiele sind, wie gerade dieses Gesamtkonzept und das Gebäude miteinander vereint werden, also wie die grüne Fassade tatsächlich auch die Klimatisierung des Gebäudes befördert. Und tatsächlich ist es so, dass man natürlich in der Bearbeitung eines solchen Projektes viele neue technische Herausforderungen auch lösen muss, von der Bewässerung bis zum Brandschutz. Und es ist aber ganz wichtig, solche Vorreiterprojekte zu haben. Ein anderes, was gerade in Planung ist, ist sicherlich zum Beispiel das Projekt Calver Passage hier in Stuttgart, wo auch nochmal eine ganz neue Qualität an der grünen Fassade erreicht wird. Beide Projekte geplant und in Zusammenarbeit mit den Architekten Christoph Ingenhofen. Das sind tatsächlich so Leuchtturmprojekte, die dann aber hoffentlich auch auf viele weitere Projekte ausstrahlen. Insgesamt sehen wir ja zwei große Herausforderungen im Bauwesen. Das eine ist die Reduktion der Emissionen und das andere ist die Reduktion der neu verbauten Materialien. Und in diesem Gesamtkontext sind natürlich die grünen Fassaden ein wichtiger Baustein. Also wenn wir heute ein Gebäude planen, dann gucken wir genau, wie viele Emissionen werden durch die Erstellung des Tragwerkes, also dann nicht später im Betrieb, sondern wirklich durch die Herstellung der Materialien und durch den Bauprozess selber emittiert. Dabei ist es natürlich ganz wichtig, immer im ersten Schritt tatsächlich die
Massen und die Materialien, die man verbaut, zu reduzieren durch Prinzipien des Leichtbaus, durch zum Beispiel entweder Holzbau oder Hohlkörperdecken und geeignete statische Systeme. Und das Gleiche gilt natürlich aber auch zum Beispiel für die Fassadenkonstruktion. Hier haben wir einen starken Schwerpunkt, dass wir sicherstellen, dass die Fassadenkonstruktion zum Teil aus bereits rezyklierten Materialien gebaut wird und aber auch, dass sie sich später sehr gut wieder in sortenreine Einzelelemente zerlegen lassen kann. Dass dann noch zusätzlich die grüne Fassade kommt, das reduziert natürlich den Emissionsausstoß von einem Gebäude weiter. Und im Gegenteil, es werden sogar CO2-Emissionen der Umwelt durch die grüne Fassade, durch die Biomasse gebunden. Und so wird auch die Gesamtbilanz des Gebäudes weiter verbessert. Für die Planer ist es natürlich im Planungsprozess eine weitere spannende Koordinationsaufgabe. Bei der Planung der grünen Fassade, da kommen natürlich wie ganz oft wieder alle Planungsdisziplinen zusammen. Der Architekt muss es sehr gut ins ästhetische, aber auch natürlich ins konstruktive Konzept der Fassade einplanen. Der Fassadenplaner hat zusätzlich zu den vielen Anforderungen an die Fassadenplanung auch noch eine Thematik der Bewässerung. Der Tragwerksplaner hat zusätzliche Lasten aus der grünen Fassade, die tatsächlich nicht zu ignorieren sind. Und vor allen Dingen braucht man natürlich tatsächlich für die Auswahl der jeweils auch spezifisch an die Gebäudesituation angepassten Pflanzen einen hervorragenden Landschaftsplaner, der sich damit wirklich auch auskennt. Und die Qualität der grünen Fassaden, die steigt natürlich immer dann, wenn eine gebäudespezifische Fassadengestaltung tatsächlich entwickelt wird, die sich in den gesamten architektonischen Entwurf sehr gut einfügt, zum Beispiel auch auf die städtebauliche Situation reagiert, auf die Himmelsrichtung reagiert. Also es würde eigentlich nie die gleiche Fassadenvariante an der Südseite und an der Westseite und an der Nordseite eines Gebäudes ausgeführt werden, sondern dort würde man immer wieder situationsbedingt reagieren, sowohl mit der Dichte der Bepflanzung als aber auch mit der Pflanzenauswahl.